Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von meinem Jubils World. Heute ist endlich mein Tauschpaket von Animalena angekommen, der Gewinnerin von meinem 777 Abo Special. Oh mein Gott Leute, ich bin sowas von auf, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ja, sie hat ja schon mein Paket ausgepackt und auch das Video schon hochgeladen. Das findet ihr unten in der Infobox, genauso wie ihren Kanal ist. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video. Oha. Okay. Hier steht, ich hoffe der Karton hält jetzt. So. Hier steht, die Sachen, die in Zeitungspapier eingepackt sind, bitte vorsichtig auspacken. Ich hoffe, sie kommen halt an und schmecken dein Mäuschen. Ich hoffe auch noch, dass die heil sind und ich werde mich bemühen, sie ganz vorsichtig auszupacken. Und ja, ich glaube, das ist auch schon der Brief. Okay, hier steht, danke fürs Tauschpaket und dann ihr Kanalbanner und dann noch mein Kanalbanner. Ich kann mir den Brief weglegen. Oh mein Gott, das ist so schön gemacht. Oh Mann, richtig niedlich. Und ja, Dankeschön, das hänge ich mir auf jeden Fall auf. Oh Mann, ist das süß. Okay, dann kommen wir mal zu dem Brief. Ich kann nicht gut vorlesen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so schlimm. Ihr lest hoffentlich einfach mit. Das ist dann, glaube ich, am besten. Okay. Liebe Karina, hier kommt also mein Tauschpaket, Smiley. Hoffe, dir gefallen die Sachen. Ich bin jedenfalls sehr gespannt auf dein Paket. Ich habe auf jedes einzelne Geschenk noch was draufgeschrieben. Tut mir leid, dass die Sachen nicht so schön eingepackt sind. Sie sind halt ein Produkt meiner nicht vorhandenen Einpackkünste. Bisher sieht es eigentlich ganz gut eingepackt aus, so wie ich das jetzt auf den ersten Blick sehe. Jedenfalls besser als meins. Deswegen, ich denke, ich packe viel schlimmer ein. Ich hätte dir sehr gerne noch ein Bild gemalt. Allerdings musste das Ganze ja recht schnell gehen und ich hatte einfach keine Zeit mehr dazu. Naja, aber jetzt will ich dich mal nicht zu lange warten lassen. Viel Spaß beim Auspacken. Liebe Grüße, Flummi, Cracker, Summer, Millie, Brownie und Lena. Ja, Dankeschön für diesen tollen Brief. Du kannst echt mega gut Briefe schreiben im Gegensatz zu mir und wirklich sehr süß Herzchen malen und Pfotenabdrücke und den Brief hänge ich mir auf jeden Fall auf. Und ja, wegen der kurzen Zeit zu malen, ich wollte auch erst was malen, aber da meine Malkünste so schrecklich sind, ja, hat's halt nicht wirklich geklappt. Ja. Danke auf jeden Fall für diesen tollen Brief. Ich werde ihn mir, wie gesagt, auf jeden Fall aufhängen. Genauso wie dieses hier. Das ist wunderschön. Oh mein Gott. Das hängt dir schon richtig gut an. Und ja, dann gehen wir mal ins Auspacken. Ich sehe hier schon als erstes Milka Pralinen. Oh mein Gott, die habe ich noch nie gegessen. Oh mein Gott, Dankeschön. Ich liebe ja eh Milka-Produkte und eh Schokolade, aber oh mein Gott, Dankeschön. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr gut bei mir ankommen. Und ja, Dankeschön. Und wir hätten hier einmal selbstgemachte Kekse. Oh mein Gott. Nee, das ist so eine Stange. Ah, wie cool. Huch. Das ist ja mega cool, auf so einem Knabberast diese so Saaten und so rauf zu machen. Dankeschön, dass an Mäusen auf jeden Fall sehr, sehr gut schmecken. Die lieben sowas. Leider fokussiert gerade meine Kamera nicht. Komm schon. Das sieht mega lecker aus. Und zwar kann ich mal vorlesen, was da eben drin ist. Und zwar ist das einmal ein Haselknabberzweig, dann Mehlkleber, Haferflocken, Wasser, Vogelfutter, Sechskorn, Getreide, Buchweizen, Kräuter, Sonnenblumenkerne. Also so wie es sich an, wird das sehr, sehr gut bei meinen Mäusen ankommen. Und ja, Dankeschön für die Sachen oder für die Sache. Und ja, oh mein Gott, da ist voll viel drin. Und zwar hätten wir hier einmal, ich glaube, es ist ein Keks. Nee, das ist so eine Herzform. Ah, wie cool. Das ist so eine Herzform. Kann ich jetzt halt nur von hinten zeigen. Das ist so eine Herzform und da sind halt zusammen und so drauf. Oh Gott, du hast dir voll viel Mühe gegeben. Dankeschön. Und zwar sind hier die Zutaten Karton, Mehlkleber, Sittichfutter, Buchweizen, Sonnenblumenkerne, Sechskorn, Getreidemischung, Kräuter. Und mit Loch zum Aufhängen. Oh mein Gott, das ist ja mega. Auch noch mit Aufhängen. Hier ist das Loch. Und ja, oh mein Gott. Meine Mäuse werden sich bestimmt mega drüber freuen. Oh Mann, ich freue mich schon. Ich glaube, ich habe mir viel zu wenig Mühe gegeben für meine Sachen, weil ich habe sie einfach nur gekauft und du hast sie sogar noch für mich gebacken. Und oh mein Gott, ich habe jetzt ein schlechtes Gewissen. Oh Mann, ich habe das schlechte Gewissen aus. Okay. Okay, was ist das hier? Das sieht nach einem Burger aus. Ja, sieht irgendwie doch nach einem Burger aus. Mal gucken, was da drin ist. Und zwar sind das Oblate, Mehlkleber, Haferflocken, Wasser, Vogelfutter, Sechskorn, Getreidemischung, Buchweizen, Kräuter und Sonnenblumenkerne. Von diesen Oblaten habe ich schon mal gehört. Wollte sie auch, um ehrlich zu sein, mal kaufen, aber gefunden habe ich sie nie. Und mal gucken, wie die bei meiner neuen mal gucken, wie die bei meinen Mäusen ankommen werden. Ich hoffe gut, und wenn nicht, essen die wahrscheinlich einfach den Mittelteil. Und ja, dafür danke ich dir natürlich auch herzlichst. Oh mein Gott, du hast dir so viel Mühe gegeben. Dankeschön. Und zwar hätten wir hier einmal, es ist nicht zum Fressen. Ich glaube, das ist von GR Farm das Heuhaus. Das könnte sehr gut sein. Hier ist der Eingang. Oh, mal sehen, ob ich richtig habe. Mal sehen, ob ich es richtig erraten habe, so. Ich kann auch kein Deutsch voller Aufregung. Und ich hatte recht. Das ist nicht das Heuhaus, sondern das Frühlingshaus. Oh mein Gott, das hatte ich noch nie. Oh mein Gott, Dankeschön. Das ist von GR Farm das Frühlingsheuhaus in klein. Oh mein Gott, danke schön. Das ist, oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, außer oh mein Gott, danke. Oha. Dankeschön, das ist mega. Das können meine Mäuse auf jeden Fall sehr, sehr gut gebrauchen. Und ja, Dankeschön. Einmal Kolbenhülse und sehr, sehr viele Leckerlis. Oh mein Gott, Dankeschön. Und zwar ist hier genauer drin Kolbenhülse, Sonnenblumenkerne, Pinienkerne, Oblate, Erbsenflocken, Haferecken und Haselknabberzweig. Oh mein Gott, das wird bestimmt richtig gut ankommen. Und da kann ich auch mal diese Oblate ausprobieren. Ich weiß nicht, wie man das jetzt ausspricht. Aber dann kann ich die mal ausprobieren, weil ich habe die echt noch nie gesehen irgendwo. Dann bin ich ja richtig gespannt, wie die ankommen werden. Und ja, natürlich, huch, tut mir leid. Die anderen Leckerlis sind bestimmt auch richtig gut ankommen. Und normalerweise stehen ja eh auf so Knabberzeugs. Und ja, Dankeschön für die coolen Sachen oder für den Mix. Und ja. Okay. Ich nehme das hier unten, und zwar ist das der Klassiker. Ich würde mal Grasstangen. Könnte sehr gut sein. Nummer 9 ist auch irgendwie ein Klassiker. Vielleicht vergleiche ich ihn auch, ich weiß es nicht genau. Aber ich kann mir vorstellen, von Grain, dass diese Farben nicht sind. Und es sind von Grain, dass die Farben nicht sind. Das ist ja lustig, das ist ja fast jedes Mal erraten. Und zwar ist das Sonnenblume und Kamille. Lustigerweise stand ich vor ein paar Wochen im Laden und wollte mir die kaufen. Hab aber doch eine andere Sorte genommen. Aber ja, meine Güte. Vielen, 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 vielen Dank dafür. Meine Mäuse lieben ja so Knabberstangen. Das wird sicherlich sehr, sehr gut ankommen. Und Sonnenblumen und Kamille mögen die eigentlich, soweit ich weiß, sehr gerne. Und ja, oh mein Gott, danke. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Okay, ich habe euch jetzt die letzten 3 Sachen drin, sind auch 3 Sachen. Okay. Und ich hatte recht, es ist die Heuglocken Hibiskus. Oh mein Gott, du hast mir so tolle Sachen geschickt. Oh mein Gott. Meine Mäuse hatten sowas noch nicht. Da bin ich sehr gespannt, wie das ankommen wird. Ich glaube, das kann man auch aufhängen. Bin mir allerdings nicht ganz sicher, aber ja, das kann man aufhängen. Und, oh mein Gott, Dankeschön, das wird sicherlich auch genauso gut wie die anderen Sachen ankommen. Ich hatte das, wie gesagt, noch nicht, aber es wird bestimmt auch gut ankommen, weil bei meinen Mäusen kommt Grainless meist gut an. Und, ja, oh mein Gott, ich danke dir, das ist... Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, außer danke. Und ja, es sind ja noch 2 Sachen. Einmal zum Knabbern gibt es Knabber. Ich habe lassen irgendwie Knabberstangen oder... Das fühlt sich an wie so eine Leckerei oder so. Mal gucken. Eine Mäuse kam übrigens gerade hinter und ich hoffe, das stört jetzt nicht. Oh mein Gott, das sind Knabberehren. Ich nenne sie immer Weizenehren. Oh mein Gott, meine Mäuse lieben Weizenehren bzw. Knabberehren. Und oh mein Gott, Dankeschön. Die sind jetzt in dem Fall von GR Farm. Und ja, oh mein Gott, Dankeschön. Das sind 30 Gramm. Meine Kamera fokussiert gerade irgendwie im Moment total schlecht. Das tut mir echt leid. Und ja. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, außer nochmal Dankeschön. Ja, Dankeschön. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und als letztes haben wir hier noch etwas Gesundes mit einem Smiley. Und ja. Ich glaube, das könnte vielleicht irgendwie Ratatouille oder so sein. Oder so Gemüse oder so. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Aber ich glaube, das müsste irgendwie von JR Farm sein. Weil die machen sowas ja meistens. Ja, es ist von JR Farm. Da stand ich nämlich auf und habe überlegt, ob ich dir Ratatouille oder dieses Sonnengemüse mitschicken möchte. Und habe mich für Ratatouille entschieden. Und wie ich sehe, hast du mir das Sonnengemüse von JR Farm geschickt. Oh mein Gott. Dankeschön, das wird bestimmt sehr, sehr gut bei meinen Mäusen ankommen, genauso wie die anderen Sachen. Ich weiß wirklich überhaupt nicht, was ich sagen soll, es tut mir voll leid. Ja, das hier sind jetzt 80 Gramm und das ist halt das Sonnengemüse von GR Farm. Und soweit ich sehen kann, ist da Gurke, Zucchini und ich glaube auch Kürbis irgendwie noch mit drin. Und ja, Dankeschön. Die Sachen werden bestimmt alle richtig, richtig gut bei meinen Mäusen ankommen. Ich zeige es jetzt noch einmal eben im Überblick. Hier seht ihr die Sachen jetzt noch einmal im Überblick. Ich kann sie jetzt leider nicht mehr vorstellen, weil mein Akku gleich alle ist. Deswegen muss ich mich sozusagen schnell von euch verabschieden. Ja, ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag und ich danke dir von Herzen, Animalena. Guckt auf jeden Fall bei Animalena vorbei. Link, wie gesagt, in der Beschreibung und ja... Danke fürs Zusehen, ich hab euch lieb. Tschüss!